Grace Family und Life Church. Hey, hallo zusammen, all ihr Lieben. Erlösung ist größer als die Schöpfung. Halleluja. Im Alten Bund mussten sie immer wieder ein Opfertier darbringen für ihre Sünden. Sie verfehlten immer wieder, sie brachten wieder Opfer. Weißt du, aber es war nie ein Opfer, ein vollständiges Opfer. Sie mussten immer und immer wieder opfern. Und sie hatten immer ein Sündenbewusstsein. Ja. Sie waren nie frei von dem. Aber weißt du, Jesus ist gekommen und hat alles für uns vollendet. Er ist das ewige, einzige Opfer, das alle Sünden hinweggenommen hat. Amen. Alle unsere Sünden. Er ist vor 2000 und mehr Jahren für uns gestorben und es heißt, er hat alle Sünden hinweggenommen, die von der Vergangenheit, von der Gegenwart, von der Zukunft. Unsere Sünden waren ja noch in der Zukunft. Also hat er uns alles vergeben. Was für eine Gnade. Weißt du, die Israeliten, sie hatten ein Sündenbewusstsein. Immer wieder. Aber wir können jetzt ein Bewusstsein von Gnade haben, von Gerechtigkeit. Weil Jesus hat unsere Sünden hinweggenommen. Er hat uns reingewaschen und hat uns gerecht gemacht. Mhm. Er hat uns gerecht gemacht durch sein Blut, dass wir immer bekennen können, Jesus, danke für deine Gerechtigkeit, die du mir gegeben hast. Weißt du, auch die Opfer dazumal, die sie dargebracht haben, die Methode, Shechita hieß diese Methode, die Tiere mussten fast nicht leiden. Weißt du, sie wurden dargebracht als Opfer, aber sie mussten nicht Qualen leiden. Aber Jesus litt für uns wirklich unvorstellbare Qualen. Weißt du, der Film The Passion, das ist ein Bruchteil von dem, was Jesus erlitten hat am Kreuz auf Golgatha. Er hat so eine Schmach erlitten, er wurde so ausgepeitscht, es wurde so Blut vergossen über mehrere Stunden, dass dir und mir komplett vergeben ist, für immer und Ewigkeit. Wow. Und wir können immer sagen, danke Herr, hast du mich reingewaschen durch dein Blut, danke, dein ewiges Blut. Wow. Amen. Und das Blut von Jesus ist so kraftvoll, dass wir sogar in der Bibel sehen, dass sein Blut hat den Himmel gereinigt. Wow. Hast du gewusst, dass ja, Satan, der einst Luzifer war, der hatte nämlich einen Platz und er war ja ein Engel des Höchsten. Aber nach seinem Fall, nach Luzifers Fall, war der Himmel verunreinigt. Und die Bibel sagt uns in Hebräer 9 und Vers 23, so also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden, die himmlischen Dinge aber selbst müssen bessere Opfer haben als jene. Und er macht hier einen Vergleich, dass die Stiftshütte von Mose ist ja eigentlich nur ein Abbild von dem, was im Himmel ist. Also das Tabernakel, die Hütte, ist ein Bild von der himmlischen Hütte. Und hier auf Erden konnte eigentlich nur mit Blut von Tieren gereinigt werden. Aber im Himmel bedarf es das Blut unseres Lammes, Amen. Unseres himmlischen Lammes. Dem Lamm, das vor Grundlegung der Welt bestimmt war für das und sogar geopfert war für eben diese Reinigung. Also Jesus, er sagte doch zu Maria, rühre mich nicht an, weil er noch nicht aufgefahren ist. Er hat sein Blut ins Allerheiligste gebracht und er hat gemäß Hebräer 9 und Vers 23 eben diese himmlischen Regionen, den Himmel gereinigt vom Fall Luzifers, von den Verfehlungen eben Luzifers. Und so sind nicht nur wir rein geworden, das Blut Jesu, das Blut des Lammes hat solch eine Kraft, sogar den Himmel zu reinigen in alle Ewigkeit. Deswegen wird es immer ein Lamm sein, auch in alle Ewigkeit. Wir haben in den letzten Tagen haben wir gesagt, es wird immer ein Lamm sein. Preis dem Herrn, das Lamm ist immer da. Das Lamm und des Lammes Blut sind so kraftvoll, uns zu reinigen, uns zu heiligen und sogar den ganzen Himmel. Preis dem Herrn. Und so nehmen wir doch das Abendmahl einfach wieder in einer neuen Perspektive. Einfach zu wissen, das Blut des Lammes ist für mich gegeben, vergossen, damit ich komplett, Halleluja, rein und geheiligt bin. Lasst uns essen. Amen. Halleluja. Sein Blut hat uns gewaschen und gerecht gemacht. Wir bekennen unsere Gerechtigkeit in Christus Jesus. Keine Verdammnis mehr. Halleluja. Keine Verdammnis mehr. Danke, Amen. Jesus. Praise the Lord. Ist doch jedes Mal etwas Spezielles. Yes. Wenn wir die Kraft, uns der Kraft des Blutes, des Lammes bewusst sind. Und so wie du es heute erklärt hast, dass eigentlich die Tiere, die Schafe, die jungen Schafe, die man geopfert hat dazumals
eigentlich gar nicht gelitten haben, weil sie eine spezielle Technik hatten, aber der Sohn Gottes hat gelitten. Der große Unterschied. Preist dem Herrn. Jesus ist geopfert als Lamm. Er ist gestorben als Lamm und er ist heute unser, er ist heute dein guter Hirte. Preist dem Herrn. Hey, was für eine Andacht. Wir sehen uns morgen wieder und wir freuen uns auf euch. Bis bald. Bye. Tschüss. Ciao.